Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mad Games Tycoon 2. Wir machen weiter bei Tiger Games und haben jetzt im letzten Part Big Brain 5 in die Entwicklung gegeben. Währenddessen läuft hier gerade Beyond the Future 3. Ist frisch, ja halbwegs frisch auf dem Markt. Das erste Spiel, das wir vollkommen eigenständig gepublished haben. Das sehr erfolgreiche Tiger Bundle ist ausverkauft. Da machen wir nochmal 50.000 Stück von. Die sollten wir auf jeden Fall verkauft bekommen. Und Beyond the Future 3 braucht auch nochmal ein paar normale Kopien. Da machen wir dann nochmal 100.000 Stück von. Genau, zack. Dann kommt das in die Produktion. Das Add-on hat fast das Hauptspiel bei den Verkaufszahlen eingeholt und pusht es auch ganz gut, weil beim Add-on sind wir über einen Publisher gegangen. Das Hauptspiel publishen wir selbst. Ja, mal gucken, was das noch so gibt. Ein paar Wochen wird es ja noch auf dem Markt sein. Ich bin gespannt. So, Big Brain 5, da habe ich hohe Erwartungen. Deshalb gehen wir da auch direkt mal mit einer Marketingkampagne rein. Und zwar mit ein bisschen Internetanzeigen. Ja, unser Automat von Moto Pinball 6 läuft noch, aber jetzt auch nicht sonderlich berauschend. Ich hoffe, wir kommen dann noch in die schwarzen Zahlen. Das ist noch unklar. Müssen wir mal gucken, was das noch so, ja, wie sich das noch so entwickelt. Aber das wird auch, wie bereits gesagt, unser letztes Automatenspiel sein, weil sich das einfach nicht mehr rechnet. Die sind einfach zu teuer in der Entwicklung mittlerweile. So, wir sind hier fertig mit Internetanzeigen, dann machen wir auch direkt TV-Werbung für Big Brain 5. Tiger Mantel ist schon wieder ausverkauft, ich werd verrückt, dann machen wir nochmal 40.000 Stück davon. Über 10 Millionen Gewinn, das ist schon sehr respektabel, das ist wirklich krass, das hätte ich nicht erwartet, dass sich das so gut verkauft, das ist wirklich, ja, überraschend gut. Aber ich hab ja schon vermutet, dass so ein schönes Bundle, dass ich das schon gut verkaufen kann. Aber 10 Millionen Gewinn, nicht Umsatz, sondern Gewinn, das ist dann schon eine Hausnummer. Kann man nicht anders sagen. Und das ist auch gleich wieder ausverkauft. Da machen wir nochmal, jetzt im Weihnachtsgeschäft, 50.000 Stück von. So, Weihnachtsgeschäft startet jetzt. Entwickler des Jahres werden wir nicht sein, weil wir gar nichts veröffentlicht haben. Bis auf unser, ja, mittelmäßiges Add-on mit 79, ja. Damit wird man kein Spiel oder Entwickler des Jahres. Das wäre unrealistisch. Wir könnten mal gucken, was es so für Konkurrenzfirmen gibt an Entwicklern. Ja, hier ein paar unverkäufliche. Unser Publisher, unser Stammpublisher Komani ist 135 Millionen wert. Respekt. Ansonsten, es gibt hier schon einiges an Entwicklern. Der günstigste würde 38 Millionen kosten. Kremlin. Theoretisch könnten wir die kaufen. Aber wenn wir uns mal ansehen, was die so für Spiele entwickeln. Ja gut, die letzten Spiele waren gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Wäre eine Überlegung wert. Aber dann hätten wir nur noch, ja, knapp 2 Millionen. Und das ist mir ein bisschen zu riskant. Da müssten wir nochmal ein paar gut laufende Bundles auf den Markt bringen. Dann könnte man das machen. Mache ich aber auch erst, wenn hier Tiger Bundle, wenn sich das gar nicht mehr verkauft. Aber das läuft ja noch immer noch wie geschnitten Brot. Ja, schwierig. Beyond the Future 3 ist ausverkauft. Da machen wir da nochmal optimistische 150.000 Stück von. Und wir könnten wahrscheinlich, weil jetzt eh noch Weihnachtsgeschäft ist, Moto Pinball 6 in die Zweitvermarktung hauen. Dann machen wir damit auch noch gutes Geld in 2 Wochen. Zack. Addon wird mal minimiert. Nächste Woche kommt das auf den Markt, genau. Und dann machen wir davon auch mal. Ja, das ist ein aktuelles Spiel, das war sehr gut.
Das hat sich richtig gut verkauft ursprünglich. 90%, da machen wir mal 100.000 Stück von in der Zweitvermarktung. Ich denke, die kriegen wir verkauft. Ja, 9.000 in der ersten Woche ist in Ordnung. Schauen wir mal. So, wir haben zum Glück keine Server, sonst würde ich mich jetzt ärgern über die um 100% gestiegenen Betriebskosten. Aber tangiert uns zum Glück nicht, weil wir noch keine MMOs und Free-to-Play-Spiele oder ähnliches machen. Daher können wir das getrost ignorieren. So, Big Brain 5 ist leider noch nicht so gut, oder? Das hat erst 50 bis 70%. Das ist dann immer schwierig mit dem Spezialmarketing. Ich mach's jetzt trotzdem schon mal. Plus 5, wunderbar. Wir könnten auch mal wieder gucken, ob es tolle Programmierer gibt, aber machen alle Bugs, dann möchte ich euch nicht. Tschüss. Brauchen wir dann nicht. Oh, die GameStation 2 ist auf den Markt gekommen. Okay. Aber die GameStation 1, die hat immer noch 64,8%. Marktanteil, daher ist das schon in Ordnung. Wir versuchen einen Überhype zu erzeugen mit Big Brain 5. Das wird ein gutes Spiel, hat schon 95er Hype. Eventuell können wir das richtig nach oben pushen. Das wäre super. Ist aber ein bisschen Glückssache. So Tiger Bundle 5, Quatsch, nicht Tiger Bundle 5. Big Brain 5 haben wir in der Entwicklung, aber das Tiger Bundle 1, das hat sich tatsächlich wieder so gut verkauft, dass es leer ist. Ja. Mach mal noch 20.000 Stück, aber ich glaube, das sind dann auch wirklich die letzten. Ich glaube, viel mehr geht dann da nicht mehr. Schade, wir konnten das Spiel nicht so sehr hypen. Kein Überhype für Big Brain 5, das ist schade, aber gut, klappt nicht immer. Man kann nicht immer Glück haben. Wäre natürlich super gewesen, aber das ist eben manchmal ein bisschen Glückssache. Wie schaut es denn aus? 60 bis. Das ist aber nicht gut. 60 bis 80. Ja, gut, wenn die Bugs noch draußen sind. Aber es muss natürlich über 80% sein, ganz klar. Und ich würde schon ganz gerne an den 90% kratzen, muss ich gestehen. Das wäre mir schon relativ wichtig. Aber eventuell merken wir jetzt langsam wirklich, dass wir hier einfach zu alte Technik haben, weil wir immer noch auf dem Gameboy mit unserer Technikstufe 2 entwickeln. Ja, das macht sich dann halt schon irgendwann bemerkbar. Muss man halt auch sagen. So, du wirst minimiert, genau. Das läuft ganz normal weiter. Du wirst auch mal minimiert. Dann haben wir ja Platz für Big Brain 5, weil das können wir jetzt, glaube ich, veröffentlichen. Wenn ich mir das so ansehe, hier ist alles fertig. Null Bugs, wunderbar. Dann kommt das auf den Markt. Ja, im 80er Bereich soll es sein, aber mehr auch nicht. Zack. 2 Wochen. Oh, aber auch nur der knappe 80. 83%, okay. Nicht so berauschend. Naja, okay. So, dann machen wir hier erstmal um. Hat einen hohen Hype, ist eine gute Marke. 400.000 Stück davon. 40.000 Stück von der Deluxe Edition und 10.000 Stück Collectors Edition. Zack. Die werden wir auch nicht nachproduzieren. Nur die normalen Editionen dann noch. Dann mache ich hier jetzt direkt mal ein Update, weil das muss das Spiel nach oben pushen. Mit dem Add-on, das dauert sonst zu lange, wenn wir das direkt nach Release erst. Wenn wir das schon direkt nach Release machen. Das Update erst danach entwickeln. Daher jetzt direkt das Update. Moto Pinball 6. Ja, das. Ich nochmal 20.000, 30.000 Stück, irgendwie so. Aber mehr auch nicht. 20.000 Stück, das muss dann reichen. Big Brain 5 verkauft sich gut. Oder sehr gut sogar für ein selbst gepublishedes Spiel. 25.200 in der ersten Woche kann sich sehen lassen. Jetzt trotz Sommerloch 27.000. Das ist sehr in Ordnung.
Beyond the Future 3 wurde vom Markt genommen, hat einen Gewinn von 4 Millionen erzielt, das ist okay. Das Add-on wurde auch vom Markt genommen mit einem minimalen Gewinn. So, ja, Big Brain 5 verkauft sich sehr gut. 27.000 konstant, das ist sehr in Ordnung. Das Tiger Bundle wurde vom Markt genommen, das tut weh. Schade, schade. Das könnte übrigens auch mal weg. Na gut, aber das hat sich sehr gut verkauft, das hat sich bewährt, das ist dann schon in Ordnung. Moto Pinball 6 werde ich jetzt auch vom Markt nehmen, das lohnt sich eigentlich nicht mehr wirklich. Hier in der Zweitvermarktung hat gutes Geld eingespielt. Der Automat läuft noch so ein bisschen, ist jetzt auch gleich in der Gewinnzone, das ist erfreulich. So, ihr seid hier fertig, dann können wir jetzt hier mit dem Add-on anfangen, dass das in die Entwicklung kommt und auch noch zur Messe vorgestellt werden kann. Zack, ihr fixt die Bugs, ihr polisht das Ganze, große Messe, alles rein, Big Brain 5, Big Brain 5 Add-on und nochmal der Automat. Wunderbar. So, dann macht ihr auch direkt Spezialmarketing für das Add-on. Plus 14 Hype, das ist ordentlich. Big Brain 5 hat jetzt einen 100er Hype durch die Messe. Sehr schön. Verkauft sich auch weiterhin sehr gut. Ja, dann brauchen wir da jetzt eigentlich noch keine Demo veröffentlichen für Big Brain 5, weil den Hype können wir nicht noch höher pushen. Das machen wir später mal, wenn der Hype auf irgendwie 80 oder so gesunken ist. Dann lohnt sich das. Lagerbestand ist noch ausreichend. Rennspiele sind gerade begehrt. Sehr interessant. Wo sind Denkspiele sind aber auch sehr beliebt. Das erklärt auch die überdurchschnittlich hohen Verkaufszahlen. Schön. Sehr, sehr schön. Und das geht noch 63 Wochen. Sehr gut. Da haben wir uns einen guten Release-Zeitpunkt für Big Brain 5 ausgesucht. Brauchen wir nicht. So, wir müssen hier nachproduzieren für Big Brain 5. Machen wir nochmal 200.000 normale Kopien davon. So, das Add-on, das kann auch direkt auf den Markt geworfen werden, genau. Das pusht dann nochmal das Spiel. Ah, da haben wir jetzt auch einen 5-Sterne-Publisher. Da nehme ich jetzt auch Electric Arts, weil die durch 5 Sterne gibt es nochmal mehr Verkaufszahlen. Und die möchten wir ja. Dass das möglichst hoch, einen möglichst hohen Effekt auf Big Brain 5 hat und das möglichst nach oben pusht. So, bekommt auch noch ein Update. Spielerbericht könnt ihr gerade nicht erstellen. Okay. Dann macht ihr das Spezialmarketing fürs Add-on direkt mal. Sehr schön, das wird gepusht. 30.000 verkaufte Kopien sind sehr in Ordnung. Steigt sogar noch auf 41.000. Grandios. Taschengeld hat mindestens 50 Millionen. Ja, Taschengeld würde ich das vielleicht nicht mehr bezeichnen. Aber das ist schön. Wir haben einen Erfolg freigeschaltet. Was bringt uns der denn? Achievement. Taschengeld. Plus 1% verkaufte Add-ons. Das passt ja ganz gut hier zum Big Brain 5 Add-on. Dann hoffen wir doch, dass das, ja, hat ja einen tollen Effekt. Schön. Ja, das ist jetzt natürlich Zufall, aber ein unglücklicher Zufall. Naja, halb so schlimm. Gut, dann läuft das soweit. Das passt auch. Die Rennspiele sind gerade begehrt. 52 Wochen, da kriegen wir auf jeden Fall ein Spiel fertig. Dann könnten wir da eigentlich jetzt unser Lizenz-Rennspiel nochmal die Fortsetzung davon auf den Markt werfen. Da hätte ich Lust drauf. Family Girl mit der Family Girl Lizenz. Ja, machen wir das doch, oder? Jetzt, wo es eh beliebt ist, jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür. Zack.
Family Girl? Nein, und wir können nur noch ein Spiel damit machen. Na gut, okay. So, Spielkonzept genau. Family Girl, dieses Spielkonzept über. Nee, das war falsch, das war blöd, glaube ich. Ja, egal. Es passt. A-Spiel, genau. Mit Motorrädern. Ja, wir müssen leider weiterhin, weil ich diesen Markt mitnehmen möchte, auf Technologiestufe 2 bleiben. Nehmen die GameStation mit. Und Technologiestufe 2. Neuer Kopierschutz, den nehmen wir natürlich mit. So, dann schauen wir mal, was die Fans geschrieben haben. Spiellänge einsteigerfreundlicher und zu sehr für Core-Gamer. Spiellänge, Zugänglichkeit, mehr Casual. Mehr Innovation, Level-Design und weniger Gewalt und einfacher. Weniger Gewalt, einfacher, den Rest habe ich vergessen. Gratulation. Innovation und Level Design. Innovation und Level Design. Beschwert haben sie sich nicht über Story, Charakterdesign, Missionsdesign. Wartet mal. Spiellänge und. Okay, also das muss beides bleiben. Innovation, darüber haben die sich auch nicht beschwert, oder bin ich jetzt blöd? Nee, okay, dann doch mehr Innovation. Habe ich die hochgemacht? Das weiß ich gar nicht. Oder habe ich die jetzt irgendwie übersehen? Wo ist es denn? Family Girl? Doch, habe ich hochgestellt. Okay, dann muss ich noch eins hier entfernen. Dann entferne ich noch einen Punkt beim Missionsdesign. So, dann gehen wir damit mal. In der Hoffnung, dass das besser ist. Wir bleiben so, oder was sagen die? Ja, das passt eigentlich ganz gut, wie ich das gemacht habe. Und Technik brauchen wir eben, weil wir kein Motion Capturing haben. Das bleibt eigentlich auch alles so, weil es ein A-Spiel ist. Wunderbar. Ist hier zufällig dieses Pay to Win? Ist das an? Ich hoffe nicht. In-App-Käufe sind aus. Okay, gut. Dann können wir damit in die Entwicklung gehen. Oh, wir brauchen modernen Controller-Support. Wo ist der denn? Da. Ist schon drin. Dann müssen die lokalen Highscores dafür raus. Zack. 35 Hype für Family Girl 2. Wir verbessern direkt das Gameplay, die Grafik und den Sound. Und die Entwicklung von Family Girl 2, die schauen wir uns im nächsten Part an. Es würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und ihn damit unterstützt. Ein Klick für euch und dann freue ich mich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Mad Games Tycoon 2 bei Tiger Games. Ich danke fürs Zusehen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao.